Willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 5. Und ja, heute habe ich gesagt, wir wollen angeln und das machen wir jetzt auch. Gut, gucken, was wir hier bekommen können. Da ist auch schon einer an. Jawohl. Und zack, aus dem Wasser geholt. Alter, das geht ja ganz schnell. Keine Chance, der Kleine. Und was haben wir? Regenbogenforelle. Okay. Kann man auch eigentlich noch andere Sachen fischen oder nur hier? Also wir haben hier nur einen See. Also hier, den haben wir bis jetzt nur entdeckt. Was ist denn hier? Hier ist auch noch irgendwas. Egal. Fischen wir hier ein bisschen. Und? Zack. Ah, der wehrt sich aber ziemlich. Oh ja, das ist ein dicker Brocken. Das ist aber ein übelst dicker Brocken. Keine Chance. Aber der war kleiner als den wir eben hatten. Hallo? Hallo? Sehr schön. Angeschlagen. Keine Panik, du bist okay. Und habe ich ihn? Ja. Der gehört mir. Zack. Und noch eine. Komm, einen nehmen wir noch. Zack, da kommt gleich zwei. Wer will? Keiner. Na, warte zu. Will keiner? Okay. Ich hab einen. Und zwar einfache Angelfliege, Störfliege, Lachs, jemand da oben mag mich. Barschpopper. Probieren wir das mal mit Barschpopper. Kriegen wir dann auch einen Barsch oder ist hier nur ein Forellensee? Hier komm ich. Und Regenbogenforelle. Okay. Nehmen wir noch einen. Da kommen sie. Und wer will? Zack, den nächsten geholt. Also Angeln macht dir schon Laune in dem Spiel, auf jeden Fall. Und gleich den nächsten rausgefischt. Aber ich will auch mal was anderes angeln. So. Ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. So. Ich habe gesehen, hier drüben haben wir noch ein Silo. Das holen wir auf jeden Fall auch nochmal weg. Und dann kümmern wir uns um die nächste Mission. Was ist jetzt hier schon wieder los? Ey, Puma!
Tumorhaut. Tod von oben. Oh, diese Flugzeuge. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ich bin noch da. Besten Dank. Ach, bin unterwegs. Bombe abgeworfen. In der Luft. Oh. Aua. So, gibt's hier irgendwas Schönes, was wir uns mitnehmen können? Nee. Oh, Scheiße, ich brauch Hilfe! Hä, wo bist du denn schon wieder? Oh, Mann, 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 Olivia. Ich bin getroffen. Ja. Hilf mir! Jaha. Ich schulde dir. So, nächste Mission. Nicht lange rumeiern, geht direkt weiter. Hier ist ein Außenposten. Den holen wir uns. Na gut, Rambo-Style. So. Wo ist denn hier noch jemand? Wo ist hier noch jemand? Ich kann hier gerade nichts sehen. Perfekt, befreit. Sehr, 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 sehr schön. Dadlalala, dadlalala, dadlalalala. Gut. Hier gibt's auch wieder jede Menge Missionen. Kannst mir hier zur Hand gehen? Beauty, du hattest einen Spatzenbeutel. Das ist der Wille des Vaters. Meine Männer suchen nach dir. Wir sehen uns bald. Wie geht's, Miss? John ist weg.
wild entschlossen, dich in seine dreckigen Finger zu kriegen, Deputy. Beim letzten Mal hast du es gerade noch geschafft. Aber unterschätzt diesen Mistkerl bloß nicht. Dutch out. Gute Arbeit, wenn du die Sekte losgeworden bist. Ich könnte Hilfe brauchen, um den Laden wieder in Schuss zu bringen. Der Kult hat dir ganz schön gewütet. Das Bewässerungssystem ist ziemlich angeschlagen. Überall liegen Rohrteile verstreut. Die meisten habe ich gefunden. Ich glaube, es fehlen immer noch drei. Finde sie und steck sie wieder da rein, wo sie hingehören. Die Sunrise Farm wird so gut wie neu sein. Du weißt doch, was ich meine. Jo, hast du kurz Zeit? Ich brauch dich. Ich bin hierfür gemacht. Du doch auch. Vielleicht ist Josephs... John hat sich die Flugzeuge aus dem ganzen Tal unter den Nagel gerissen. Die Besten stehen auf dem Rollfeld bei seiner Ranch. Wir brauchen diese Flugzeuge auf unserer Seite. Okay. Wir finden einen Weg, sie büßen zu lassen. Jedes bisschen Land, das wir in Hope County zurückerobern, ist wirklich warte mal, was ist denn jetzt hier gerade im Gange? Gut, hier drüben soll noch irgendwo was sein. Warte mal. Hier, ne? Wenn du weiter das tust, was du so tust. Fuck, Himmel, Herrgott! Und hier drüben ist noch eins. Hallo? Hallo? Okay, es scheint wohl da drüben zu sein, alles klar. Sie sind alle tot! Hier ist eins. Zack. Das ist die Chance. Zack. Und zack. Wo ist ein Bär? Schwarzbärenhaut ist immer gut. So. Kurz einmal einen Überblick verschaffen. Hier ist noch ein Versteck. Was ist hier? Die Eierfeier, stimmt. Für das Hodenfest, glaube ich, war das, ne? Gut. Nehmen wir das Versteck auf jeden Fall noch. Und das Silo zerstören wir dabei auch noch, ja. Gut. Das ist die Chance. Es steht in Flammen. Pass auf. Da ist der Weg. Den hat er mit dem Gesicht. Der ist tot. Die Ehrenpäder wissen nicht. Bringe nicht um. Nimm ein
Sie haben mich einfach geholt. Oh Mann. Was kommt jetzt wieder für eine schräge Scheiße? Er hat sich verdammt schön gelehrt. Auch ein guter. Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Ich habe aber gar nichts zu beichten. Ja, Lea. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst. Ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk behält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen, sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja, damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei! Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Hm? Ich muss wohl ja das sagen. Ist Lektion Nummer 1. Okay. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen. Und
deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, würden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Okay, komme ich hier irgendwie raus? Ich will hier raus, ich will hier raus. Was ist das für ein kranker Bastard? Was für ein kranker Bastard das ist. So, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, okay, okay. Die Beichte. Habe ich hier irgendwo eine Waffe? Nee. Okay. So. Da. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Dank ihm. Ein Baseballschläger habe ich. Okay. Ist glaube ich noch da, ja. Ist wohl doch nix. Der Vater sieht deine Seele und sie ist armselig. Merkst du das? Ich schlag dir die Zähne. Du schlägst hier gar keinen. So. Ist hier noch jemand? Nee. Okay, hier scheine ich richtig zu sein. Aber das sind kleine Sünden, die Gott uns vergeben wird. Alles, was du sagen musst. Aua! Okay, ich muss da Stealthy reingehen. Ich muss da auf jeden Fall Stealthy durchgehen. Das wird uns, glaube ich, ein bisschen zu crazy. So, okay, jetzt bin ich wieder hier, alles klar. Okay, duck dich, duck dich, duck dich. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Und er hier, er ist der Erste. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Da. Wir sehen. Ich hasse die Gewalt, die wir gegen die Leute haben. Wir lieben nicht Veto. Ich weiß. Ich auch nicht. Aber
deine Sünden, die Gott uns vergeben wird. Wir gehen als erstes hier hin. Hallo! Oh nein! Ja, ich muss das Safe hier durchgehen. Das scheint hier doch zu heftig zu werden sonst. Auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Dass man immer von da wieder anfangen muss, ist echt nervig so. So, egal. Da? Und ich. Das habe ich genau gehört. Mit dem Knüppel erschlagen. Ich weiß, Bruder. Ich auch nicht. Aber das sind kleine Sünden, die Gott uns vergeben wird. Ja, aber wir sie retten. So ist es. Bald spielt es keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt, werden sie es uns danken. Und sie werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. Ganz genau. So, den haben wir. Und ich werde nicht über dich richten. Egal, wie unschön es auch wird. Nicht umdrehen. Den haben wir auch. Alles, was du sagen musst, ist... So, okay. So, zack. Wer zum Teufel ist da? Ich. So, zack, den nächsten. Beide warten.
Okay. Dann komm mal aus dem Bunker. Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder. Sagt ja, ich gebe mein Leben im Namen des Vaters. So. Hallo? 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 Deine Sünde verzehrt. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Sie gestalten. Oh nein, 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 ich komme nicht mehr raus, ich komme nicht mehr raus! Oh Mann! So, ich brauche eine Waffe, ganz einfach. Oh, Mann, Mann, Mann. Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder. Sagt den haben wir. Ich gebe mein Leben im Namen des Vaters. So, gleich bin ich draußen. Oh, wo denn? Oh, das gibt es nicht! Von wo? Mann! Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder! Sagt ja! Obwohl, von da genau ist richtig, so. Oh ja, genau, alter Schwede, Mann. Genau, 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 alles klar. Ach, dieser scheiß Köter! So,
Freunde, nicht mal in dieser Folge, in der nächsten. Das dauert mir sonst alles zu lange. Bis zum nächsten Mal.